Moin, ich bin Dan, der Prof von Luxembourgisch with Anne. So, welcome to the third lesson of the series Spruchentest Oral Exam Q&As. So, in this series, I will ask you a question that is likely to come up in the Spruchentest Oral Exam, and I will give you two model answers. So, this will not only help you to give better answers, to gain confidence, but as well to better understand the question the examiner is likely to ask you. So, I will give you tips how natural Luxembourgish spoken Luxembourgish sounds. Okay, so today we will look at the topic Sprachen. In the previous lessons, you have learned Q&As about the topic Wohnen and Transportmittel. And so you know that I give you as well some pronunciation tips, vocabulary tips, grammar tips, and how to enrich your answers. So, warst du bereit? So, one of the first questions the examiner may ask you is, wie viel Sprache schwätzt dir? Ich wiederhole, wie viel Sprache schwätzt dir? A possible answer can be, ich schwätze drei Sprachen, und zwar Polnisch, Russisch und Englisch. Und ich lehre Litzebäuerisch. Ich wiederhole, ich schwätze drei Sprachen, und zwar Polnisch, Russisch und Englisch. Und ich lehre Litzebäuerisch. Another possible answer is, ich schwätze fließend drei Sprachen, und zwar Spanisch, Französisch, Englisch, und ich verstehe ganz gut Italienisch. Hallo, schwätze ich auch Litzebäuerisch. So, ich wiederhole, ich schwätze fließend drei Sprachen, und zwar Spanisch, Französisch, Englisch, und ich verstehe ganz gut Italienisch. Hallo, schwätze ich auch Litzebäuerisch. Don't forget that you can head over to my blog, luxembourgishwithanne.lu, where you can download the full transcript with the English translation so that you can practice. Okay, great. Now here are some tips. To say in Luxembourgish, I speak is ich schwätze. Okay, so remember this because I often hear students using a verb that doesn't exist. So it is ich schwätze. And then to the language, so if you want to say I speak Luxembourgish, you have to say ich schwätze Litzebäuerisch. Pronounce it Litzebäuerisch. Let's try it together. Ich schwätze Litzebäuerisch. Good. And then use connectors to enrich your answers. I think I have already mentioned this in the previous lesson. Und zwar is a very useful connector. This is to illustrate or to give more precision to what you want to say. So you can say, ich schwätze drei Sprachen. Und zwar, and then you name the three languages you speak. Okay? So, los et und dir? Wie viel Sprache schwätzt dir? Try to answer. Okay, ganz gut. Let's move on. Für wat lehre dir Litzebäuerisch? Ich wiederhole. Für wat lehre dir Litzebäuerisch? One possible answer can be, ich wohne zenter 5 Jahre hei a Litzebäuerisch gefällt mir ganz gut. Ich will hier bleiben, mich integrieren und Leute kennenlernen. Ich lehre auch Litzebäuerisch für meine Kollegen auf der Arbeit zu verstehen. Remember that whenever you use Zenter in Luxembourgish, you stay in the present tense. So you have to say, ich wohne Zenter für eine Fjord hier. And when you use the verb gefallen, you never can use ich, you have to use mir. Therefore here, this a Litzebäuerisch gefällt mir gut. Und dann, ich will hei bleiben a mich integrieren, okay, a Leid kennenlernen. Another possible answer could be, mein Jung geht an die Primärschule an unserem Dorf. Hier versteht, er schwätzt auch Litzebäuerisch. Mein Mann ist Litzebäuer. Dafür ist es wichtig für mich, die Sprache zu lehren.
Und ich will auch mit meinen Nuperen und anderen älteren Lützebäuerisch schwätzen können. Okay. So here again, I use a connector dafür. That's why, dafür. Dafür ist es wichtig für mich, die Sprache zu lehren. So, lo ist es und dir. Für was lehrt dir Lützebäuerisch? Try to answer to this question, post video and take some time. I move on. Welche Methode benutzt ihr für Lützebäuerisch zu lehren? Ich wiederhole. Welche Methode benutzt ihr für Lützebäuerisch zu lehren? One possible answer can be. Für rund der Pandemie war ich an einem Gruppenkurs am meiner Gemeinde. Lo lehre ich mit Online-Kuren. Da das praktisch. Und ich habe noch eine Mittwoch einen Kurs online mit einem Prof für Schwätzen zu üben. So before the pandemic is während der Pandemie. So you can learn this useful chunk. Während der Pandemie war ich. And then pronounce online courses is in Luxembourgish online Kuren. So we don't pronounce the S online Kuren. Okay? And we use a lot that is praktisch. That's convenient. And to practice a language we use üben. I will explain this another time. No, later in this lesson. Here is another possible answer. Ich lehre allein daheim mit Büchern und mit einer Applikation oder mit einer App. Und ich bin an einem Online-Gruppenkurs angeschrieben, für regelmäßig zu üben. Ich benutze auch ein Online-Diktionär. Okay? So you can say, ich lehre mit einer Applikation oder du kannst sagen, ich lehre mit einer App. Und ich übe regelmäßig. Regelmäßig means regularly and pronounce it regelmäßig. And here very important, use the verb üben to say that you practice a language. I hear often students use the verb praktizieren, but we don't use this to practice a language. We use üben. Therefore, I often say in my lessons, Übung. Übung means it's an exercise. Okay, great. So, das und dir. Welche Methode benutzt ihr für Lützebäuerisch zu lehren? Try to answer to this question. Great. Now, I hope that this lesson was helpful. And in the program From Zero to Sprachentest, in the third part of this program, you will learn all the Q&A, so you will get questions and model answers to different types of questions which are likely to come up for any given topic of the Sprachentest oral exam. And in this program, I will not only give you hints and tips and prepare you for the oral part, but as well for the listening part. So From Zero to Sprachentest is a hybrid program that combines self-study with speaking sessions. So the key to success is practice. Practice from week one so that you get results in just 6 months. Okay, so you want to take the exam in the next 6 months? Well, then this program is for you. Okay, so I have put the link below this video and then you can watch the presentation of this program. So, merci fürs Nachgucken. Bis nächste Woche.